Hallo und willkommen zum 22. Türchen vom Minecraft Adventskalender 2020. Wir spielen heute Igloo Crawling, irgendwo da ganz oben steht's. Und was mir auch aufgefallen ist, dass hier ein Bonuslevel ist, wenn man hier durchkommt. Crawling Presence steht hier. Das werden wir im 24. Türchen spielen, solange das nicht verbuggt ist. Also da kommt einmal das 24. Türchen und das Bonuslevel Crawling Presence. Solange es auch, also soweit es auch funktioniert. Igloo Crawler, fight monster to reach the next room. Find secrets and loot and prepare for a boss fight at the end. You need to kill all monsters in the room to continue. Also wir müssen alle Monster in einem Raum töten und uns ausrüsten mit diesen Kissen da. Die sehen wir hier, weil am Ende nämlich ein Boss kommt und den müssen wir dann besiegen und dann müssen wir gut ausgerüstet sein. Ja, wir legen sofort los, Start. Wir haben hier ein Igloo aus Schnee. Eigentlich ist es aus Eis, aber okay. Okay, wir haben schon mal ein Schild, das ist ja auch gut. In den neuen Versionen kann man ja mit dem Schild kämpfen. Zwei Holzschwerter nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ein paar Steaks und ein bisschen Rüstung. Und dann kann es auch schon losgehen, habe ich im Steak weggeworfen. So, den kennen wir und das war's anscheinend schon mit dem ersten. Oh, dieses automatische Springen. Erkennt ihr das, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr auf die neue Version von den alten Versionen wechselt, dann kommt immer dieses automatische Springen. Und dieses Schild müsste ich auch nutzen, wenn ich das habe. Das Schild wehrt ja nicht alle Pfeile ab, aber das kann doch schon ganz nützlich sein. Und es gibt ja zwei Wege hier, einmal rechts und einmal links. Wir gehen nochmal links lang. Das rechte Tür sind ich jetzt schon aufgegangen. Oh, da kommen ein bisschen viele. Drei Skelette, die machen Bow-Spam. Mal gucken, ob wir das standhalten können. Okay, wir verlieren uns am Inventar nicht sehr gut. Und da geht's noch weiter und da. Also das ist wie ein kleines Labyrinth hier. Da sind Zombies, aber die sind ja kein Problem. Solange es keine Skelette sind. So, und da geht's auch weiter. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Skelette. Aber die doch nicht. Hier kommen nur Zombies. Also der Weg hier ist einfach. Falls ihr euch fragt, warum die so komisch laufen. Der Mobenz-Mod, der ist für 1.12.2. Und den habe ich drin. Ui, da kommen aber ganz viele. Und deswegen laufen die so. Und deswegen laufe ich auch so und kämpfe auch so. Okay, wir haben Eis mit Schärfe 5, Rückschuss 1. Das haben wir schon öfters gesehen in dem Adventskalender. Okay, wir haben nochmal Essen. Haben wir aber bis jetzt noch nicht gebraucht. Ein paar Pfeile, einen Bogen und ein... Hier ein Eisenschwert. Und jetzt sind wir... Uiuiui. Ganzen Skelette, das wird heftig. So viele Pfeile hält das Schild auch nicht mehr aus. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Okay, wir haben es geschafft. Hier ist nochmal eine Truhe drin. Gebratenes Kaninchen. Keine Ahnung, warum das so aussieht. Aber ein Spektralpfeil. Das ist ja mega geil. Jetzt sind wir richtig gut geklebt. Jetzt freue ich mich schon wieder mehr aufs Kämpfen. Hier geht es ja nicht weiter, aber dafür im anderen Türchen. Hier war noch irgendwie was. Nee. Also auf der anderen Seite, meine ich, geht's weiter nicht im anderen Türchen. Okay, wir haben jetzt drei Wege. Welchen gehen wir? Wir gehen erstmal den hier. Ui, da kommen aber ein paar Zombies und Baby-Zombies kommen hier auch noch. Und wir haben sogar zwei Dinger jetzt geöffnet, weil wir da hinten hingegangen sind. Da kann man die Zombies auch nochmal sehen. Die haben einen Glow-Effekt, wie beim ersten Türchen so ähnlich. Da war es ja der Christmas-Attack von den Zombies. Und hier greifen wir die an. Nicht die uns. Ist ja ein bisschen mit Story gemacht. Oh, die spawnen hier immer wieder. Hier haben wir eine Truhe. Oh, einen Bogen. Den nehmen wir auch sehr gerne mit. Und dann gehen wir nochmal hier links. Dürfen uns nicht verirren. Oh, jojoj. Die ganzen Zombies. Wenn ich jetzt so mache, fliegen die ganzen Zombies, die ganzen Baby-Zombies weg. Ist ja geil. 10 Dinge, die ihr noch nicht in Minecraft wusstet. Da kann ich auch mal ein Video dazu machen. Im nächsten Jahr werden auch ganz viele andere Videos an ganz viele andere Projekte wieder kommen. Tutorials auf jeden Fall. Tutorials mache ich aus dem Grund, weil ihr wisst ja, mein bestes Video, falls ihr das mal angeguckt habt oder falls ihr es kennt, das AFK-Brunnen-Tutorial. Die Tutorials macht man so, dass die in die YouTube-Suche kommen. Die bekommen dann zwar über kurze Zeit keine, also nicht so viele Aufrufe, aber über lange Zeit erreichen die dann ihre 5.000 bis 10.000 Aufrufe. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht bei jedem so, bei jedem Tutorial, das ich mache, aber beim Casino-Tutorial, wie man Casino baut, hat ein paar hundert Aufrufe. Wie Fergams Geld verdienen, hat ein paar tausend Aufrufe. Also es ist schon gut, wenn man ein paar Tutorials macht, die auch für die Suche ausgelegt sind. Und wir haben unser Schild verloren. Und ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, ah, du machst deine Abos nur mit Verlosung. Verlosung mache ich einfach auch nur zum Teil so, weil es mir Spaß macht. Ich mache auch ein Forum Verlosung oder ich baue Lager. Habe ich ja letztens im Discord gezeigt. Und da muss man nicht abonnieren, dass man gewinnen kann. Also ich habe auch so daran Spaß, einfach Leuten was zu schenken. Auch wenn es nur 5.000 Dollar sind oder so, die ich manchmal im Forum verlose, ist es insgesamt, was da alles zusammenkommt, doch schon eine ganze Menge, was man da bezahlen muss. Jetzt zum Beispiel im Dezember habe ich schon wieder die eine 20.000 Dollar Verlosung. Die muss ich das ganze Geld bezahlen. Die 18.000 Dollar Verlosung, die 12.000 Dollar Verlosung von meinem Adventkalender vom 9. Türchen.
Wird übrigens auch am 24. ausgelost. Und nochmal, das am 24. kommt ja auch nochmal eine Verlosung. Und ja, was ich da alles abbezahlen muss, ist ja klar, dass ich da auch ein bisschen brauche mit dem Zeug. Und das ist halt so, wenn ich im Forum nicht so viel mache wie auf meinen Videos, kann man irgendwie auch verstehen. Andere Leute machen das ja auch. Naja, ich bin ja nicht der Einzige. Also will ich sagen, dass Hater wirklich kein angebracht ist. Aber selbst wenn Leute mich haten, ist mir völlig egal. Das ist trotzdem Support und ich freue mich da immer wieder. Auch über jeden Dislike. Je mehr Aufrufe, mehr Dislikes, mehr Kommentare, mehr Hate-Kommentare, das ist immer geil zu sehen. Dass es auch eigentlich Leute gibt, die einen haten wollen, aber wirklich einen supporten. Das wissen die gar nicht. Ist so. Hier haben wir noch ein Level. Oh, das ist wahrscheinlich das Final Level und wir haben kein Schild mehr. Die Widder, die Frozen Widder, obwohl die sind gar nicht mal so stark. Wir haben ja ein Diamond-Schwert. Hier haben wir noch eins. Oh, das ist doch gar nicht das Boss-Level gewesen. Wahrscheinlich müssen wir dann gegen den Widder oder vielleicht gegen den Ender-Dragon kämpfen. Das ist wahrscheinlich der King. Genau, das ist der King. Wir haben goldene Äpfel. Das ist, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Und ihr habt es wahrscheinlich schon auf mein Discord mitbekommen. Morgen kommt ein Trailer zu 2021 auf meinen Zweitkanal. Da werden auch Videos kommen. Also im neuen Jahr, im nächsten Jahr 2021 werden Videos hier auf dem Kanal mehr kommen. Und ich werde weniger Pausen machen, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ich werde auf meinem Zweitkanal auch Videos machen, aber da kommt kein Minecraft hier auf dem Kanal, kommt nur Minecraft. Und falls ihr auch andere Spiele von mir sehen wollt, könnt ihr auf meinen Zweitkanal gehen und da seht ihr andere Spiele wie Valorant, Stronghold 2 oder GTA. Eins kann ich euch versichern, ich bin nicht so lost wie Trimix. Eins kann ich euch versichern, ich bin nicht so lost wie Vypex in GTA. Der hat ja einmal ein GTA-Video hochgeladen und der war komplett lost. Ich bin da ein bisschen erfahrener als der. Und das Skeleton haben wir jetzt auch nochmal. Das ist doof, dass wir kein Schild mehr haben und es auch kein neues mehr gibt. Die Widder sind nicht so stark wie die King-Zombies. Also was mich irgendwie wundert, weil die Widder-Skeletten müssen ja eigentlich stärker sein. Und hier ist noch ein Türchen, da sind ganz viele Zombies drin. Es wird auf jeden Fall ganz schwer jetzt bei diesen Leveln. Ihr seht ja, hier kommen immer mehr Zombies und irgendwann muss man halt auf Zeit spielen. Man kann nicht mehr alle so töten. Man muss einfach ein paar Mal sterben, um die alle hier zu bekommen. Hier haben wir das auch noch. Und jetzt haben wir eine Kiste. Wir werfen mal die unnötigen Sachen weg. Oh nee, das ist. Dann sammeln wir wieder ganzen anderen Sachen aus. Auf. Hier haben wir ein Dia-Schwert, das aber schon fast kaputt ist. Na, okay. Will ich für den Bossfight benutzen. Aber so, zack, ziehen wir uns mal eine bessere Rüstung an. Und wir haben Schilder. Endlich haben wir Schilder. Darauf habe ich nur gewartet. Das packen wir hier hin und dann haben wir dann endlich mal ein Schild. Wir haben aber nur noch zwei Herzen und da kommt wahrscheinlich das Boss-Level. So, nach gefüllt 100 Schlägen haben wir die jetzt auch mal bekommen. Genau, da ist der Widder. Ich esse mal einen Goldapfel, die habe ich ganz vergessen. Der ist gespawnt. Hui, das wird schwer. Aber wir haben auch einen Bogen. Also manche Sachen benutze ich ja gar nicht, deswegen ist es so schwer. Deswegen sage ich es auch immer, es ist so schwer. Aber ich habe eigentlich ganz viele Sachen, die ich nicht benutze. Der hat gar nicht so viel Leben. Wir haben ja schon ein paar Schüsse auf den geschossen. Der ist ja schon halb tot fast. Aber der regeneriert wieder. Können wir auch nicht mal schlagen. Also wir müssen den Bogen jetzt benutzen. Ja, Gäppeln nochmal. Das kenne ich noch von YoGamer. Er hat mir gesagt, dass das Gäppeln heißt. Grüße gehen raus an YoGamer, falls du das hier siehst. Haben wir früher mal Bad Wars gespielt. Ja, das waren noch Zeiten. Kennt ihr noch die alten Zeiten von Griefer Games, falls ihr alte Spieler seid? Ist ja rechts oben nochmal verlinkt. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Wie es eigentlich früher so auf Griefer Games war, ist auch ganz interessant. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So, wir gehen jetzt wieder in den Nahkampf mit den Widder. Und wir haben es geschafft. Victory. Ja, das war das 22. Türchen. War ein bisschen lang. Wir sehen uns dann wieder morgen bei Lost Snowman. Das ist das drittletzte Türchen. Soweit das Bonustürchen funktioniert, ist das das drittletzte Türchen, was wir spielen können. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen und ciao.